Guten Morgen, lieber Hörer und liebe Hörerinnen. Danke, dass Sie das wöchentliche Programm der Deutschen Allianz von Abbotsford eingeschaltet haben. Willkommen. Es ist heute der zweite Adventssonntag. Heute spricht der Pastor von der Ebenezer Gemeinde, Arthur Bergen, über das Thema Freude. Die Sänger kommen auch aus der Ebenezer Gemeinde und wir wollen uns auch schon freuen auf das, was wir heute hören und lernen dürfen. Wir haben in den letzten 2,5 Monaten so ungefähr durch die Predigten den Philipperbrief studiert. Da haben wir auch viel über Freude gehört und gelernt, aber uns ist die Wiederholung schon wieder nötig, so schnell. Und sie tut uns gut. Also heute wieder das Thema Freude in der Adventszeit. So wollen wir vertrauen, dass Gott uns heute auch wieder etwas Neues lehrt, neue Erkenntnis schenkt, dass wir mehr Grund zur Freude haben als Grund zu murmeln. Ja, murmeln wollen wir nicht, nein. Also wir freuen uns der Erlösung Gottes. Wir freuen uns auf das, was wir in dieser Weihnachtszeit oder Adventszeit erfahren dürfen. Wir wollen beten. Mächtiger Vater im Himmel, als du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, da kam dein Engel und verkündete den Hirten und sprach: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Das war die Geburtsansage Jesu Christi. Uns allen soll diese Freude zuteil werden. Wir bitten, erfrische unsere Freude an Jesus und an deinem Wort. Amen. Wir bitten, dass die Sänger uns mit ihrem ersten Lied dienen. Und danach bringt uns Pastor Arthur Bergen das Wort für heute. Freue dich, Welt, dein König naht, ist ein Lied, das in dieser Adventszeit wieder gesungen wird. Der Inhalt dieses Liedes ist die Botschaft der Engel bei der Geburt Jesu. In Lukas Kapitel 2 lesen wir: Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Große Freude für alle Menschen. Große Freude für alle Menschen?
Was wir in den Nachrichten hören und sehen aus aller Welt, ist nicht Freude. Täglich wird von Hoffnungslosigkeit, Trauer, Einsamkeit, Hass und Ärger, Depression, Krieg, Katastrophen, sogar Verzweiflung berichtet. Große Freude für alle Menschen? Das war die Botschaft der Engel bei der Geburt Jesu. Die Situation der Menschen im ersten Jahrhundert war in vielen, so wie heute, dunkel und pessimistisch. Aber alle, die Jesus begegneten und dann eine Beziehung mit ihm entwickelten, erlebten die Freude, von der die Engel gesprochen hatten. Ja, Gott will, dass wir als seine Kinder Freude erleben. So sagt es uns das Wort Gottes. Ich zitiere: Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu für euch. Ja, das steht in unserer Bibel, 1. Thessalonicher. Gott will, dass unser Leben gefüllt ist mit Freude. Nach dem Weltkrieg, als die Stimmung in Europa bedrückt war, bekam das Westminster-Glaubensbekenntnis vom 15. Jahrhundert wieder an Bedeutung. Besonders in der Frage, was ist der Sinn des Lebens? In dunklen Zeiten wird diese Frage öfters gestellt. Der Katechismus antwortet darauf: Der Sinn des Lebens ist, Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen, jetzt und ewiglich. Da haben wir es. Gott genießen. Ja, genießen und Freude erleben. Die Bibel und auch das Glaubensbekenntnis macht es klar: Freude ist ein Geschenk Gottes und zur gleichen Zeit eine Willensentscheidung. Freude als Geschenk und Freude als Willensentscheidung. Der Apostel Paulus hat die Willensentscheidung in seinem Unterricht in den Gemeinden besonders betont. Er stellt die Freude dar als einen Befehl. So lesen wir in Philipper Kapitel 4, Vers 4: Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freuet euch. Freude auf Befehl? Das ist eine radikale Botschaft. Die Jünger Jesu, die Apostel, haben diese Botschaft, diese Lehre nicht nur ausgesprochen für andere, sie haben es in ihrem eigenen Leben bezeugt. Christen im ersten Jahrhundert waren so anders wie der Rest der Bevölkerung. Trotz Schwierigkeiten, trotz Schmerzen, trotz Verfolgung waren sie frohe Menschen. Ihre Freude war ein wichtiger Grund, warum die Botschaft von Jesus so schnell Fuß fasste in weiten Teilen von Kleinasien. Christen waren einfach liebevolle und frohe Menschen, hoffnungsvolle Menschen in einer dunklen Zeit. Eine Frage, die uns dadurch gestellt wird, ist: Was war die Quelle ihrer Freude? Was waren Gründe zur Freude für diese Geschwister im ersten Jahrhundert? Laut Bibel und laut Kirchengeschichte können wir vier Hauptquellen ihrer Freude identifizieren. Die erste Hauptquelle: Ihr unerschütterlicher Glaube, Jesus ist leiblich auferstanden von den Toten. Dass Jesus auferstanden ist, ist geschichtliche Tatsache. Diese Tatsache wurde zum Fundament ihres Glaubens und ihrer Hoffnung. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus den Tod, den Teufel und alles Böse überwunden. Jesu Auferstehung ist auch unsere Garantie, dass wir auferstehen werden.
Das ist die große Freude, welche die Engel den Hirten für alle Menschen verkündigten. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er wird alles Böse, alle Ungerechtigkeit besiegen. Er ist unser persönlicher Heiland. Er ist unser Freund. Er ist unser König. Er ist der Herr aller Herren. Im Auferstehungskapitel, so wird 1. Korinther Kapitel 15 oft genannt, sagt Paulus es folgend. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser unerschütterliche Glaube an die leibhafte Auferstehung trägt auch durch in Zeiten der Leiden. Sogar in schwierigen Zeiten bleibt die Freude im Herzen der Gläubigen bestehen. Schon im Alten Testament wird davon berichtet. Der Prophet Habakuk bezeugt, ich zitiere aus Habakuk 3, denn der Feigenbaum grünt nicht und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe sind aus den Hürden gerissen und in den Ställen sind keine Rinder. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in meinem Gott, meinem Heil. Von Paulus und von Silas wird in Apostelgeschichte 16 auch berichtet, dass sie trotz Bedrängnis und Ungerechtigkeit Freude erlebten. Sie wurden ins Gefängnis geworfen, total ungerecht, und im Gefängnis in den Stock gelegt, also Hände und Füße angeschraubt. Da im Gefängnis beteten sie, und die Bibel berichtet nicht, wie das Gebet war, aber das Gebet könnte wohl ein Klagegebet sein und ein Gebet der Bitte, aber es führt immer zum Danken und zur Anbetung. Ihr Gebet, so war es auch und so berichtet es das Wort Gottes, mündete in Loblieder. Sie wurden froh, trotz ihrer schwierigen, schmerzhaften Situation. Geschwister, Freude ist ein Geschenk Gottes, aber zur gleichen Zeit eine Willensentscheidung. Ohne diese Entscheidung bleibt das Geschenk Gottes am Boden ungenützt liegen. Wenn wir von dem Geschenk nicht Gebrauch machen, werden wir die Freude im Herzen nicht erleben. Dann wird unser Glaube zu einer belastenden Religion. So, der unerschütterliche Glaube an die lebendige Auferstehung Jesu gab Christen in allen Lebenslagen Freude in ihrem Herzen im ersten Jahrhundert. Die zweite Quelle ihrer Freude ist das Bewusstsein, ich habe radikale Vergebung erlangt. Ich bin frei. Meine Vergangenheit ist sauber. Alles wurde mir vergeben. Ich muss auch in Zukunft nicht mehr sündigen. Das Wort Gottes sagt es so: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer Kapitel 8. Geschwister, wer es begriffen hat und ergriffen hat, alles ist Gnade. Ich lebe aus Gnade. Der wird zu einem dankbaren
und zu einem frohen Menschen verwandelt. Ja, sogar Jesaja bezeugt es so, und ich zitiere: Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Geschwister, wenn wir die Gnade empfangen, wir nehmen das Geschenk an, dann haben wir Zugang zu der ewigen Quelle der Freude. Ein dritten Grund der Freude ist der Heilige Geist. Das Wort sagt es so: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Geschwister, Gott hat sich entschlossen, im Herzen jedes Menschen zu wohnen, der ihn einlädt. Die Herrlichkeit, die ungeteilte Liebe, die reine Freude lebt jetzt im Herzen. Wir können uns die Freude aber nicht kaufen. Die Freude kommt als ein Geschenk, als Gnade zu uns. Das erinnert uns an die Begebenheit, als Simon, der Zauberer, sah, welche Freude der Heilige Geist bringt, wenn die Apostel über Menschen beten. Bitte liest das nach in Apostelgeschichte 8. Simon bittet den Petrus eine Summe Geld, um auch an den Heiligen Geist ranzukommen. Und Petrus reagiert darauf und sagt: Du sei verdammt mit deinem Geld. Gottes Gabe kann man nicht mit Geld kaufen. Ein Herz, das offen ist für Gott, da gießt Gott seine Liebe hinein. Da macht der Heilige Geist sich sein Zuhause. Aber unsere Entscheidung bleibt es weiterhin, ob wir dem Heiligen Geist Raum geben oder ihn in eine Ecke schieben. Und dann ist noch ein vierter Grund, den wir feststellen in der Bibel und in der Kirchengeschichte, die große Freude unter den Christen brachte. Und das ist die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft. Ein Grundbedürfnis des Menschen ist angenommen sein und dazu zu gehören. Das erlebten die Gläubigen im ersten Jahrhundert in der Gemeinde. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und mit lautem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Gottes Wort aus Apostelgeschichte 2. Die Bibel und die Kirchengeschichte machen es deutlich: Die Freude wird nicht bestimmt von Dingen, die wir haben oder nicht haben. Die Freude ist auch nicht abhängig vom Ort, wo wir sind, oder von Umständen, in denen wir uns befinden und die wir erleben. Die Freude hat ihren Ursprung in Beziehungen. Hier ein Zitat aus Psalm 9, das uns dieses unterstreicht: Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Oder so wie Paulus es schreibt, Philipper Kapitel 4, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Liebe Freunde, liebe Geschwister,
Wir haben Zugang zu der Quelle der Freude. Eine Freude, die uns auch durch dunkle Täler tragen kann. Entscheide dich, aus Gnade zu leben. Entscheide dich, in Beziehung zu bleiben. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast, steige in diese Beziehung ein. Bleibe in dieser Beziehung mit Jesus und bleibe in dieser Beziehung in der Gemeinschaft der Gläubigen, bis Jesus dich heimruft. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Halleluja. Herzliches Dankeschön euch Sängern für eure Lieder. Danke für den Dienst. Immer mit Zeit verbunden, Aufwand und Mühe. Es ist unser Gebet, dass ihr selber den Segen Gottes durch die Lieder, die ihr gesungen habt, auch erfahren habt. Und auch dir, Bruder Arthur, danke für deine Botschaft. Möchte die Freude dich und uns allen von Neuem packen und erfüllen. Im Psalm 73, Vers 28 lesen wir: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Wir beten. Herr, du bist unsere Zuversicht. Wenn wir uns zu dir halten, das bringt uns Freude. Wir erbitten uns die Kraft von dir. Schenke du das Wollen und das Vollbringen. Amen. Der Friede Gottes und seine Freude erfülle eure Woche und eure Herzen von Tag zu Tag. Unser Gott will und wir leben, folgt die nächste Sendung am nächsten Sonntag.